Ja, dann begrüße ich Sie herzlich zu unserer Gesprächsrunde. Spielregeln sind ja klar, wir verteilen vorher unsere Fragen und ich habe den großen Vorteil, dass ich die Fragen von beiden kenne, die Antworten von beiden kenne. Ich steige mal ein mit der ersten Frage, die da lautet: Was kann Sie richtig auf die Palme bringen? Und bei Herrn Kaiser war die Antwort Ungerechtigkeit, Arroganz, Unfreundlichkeit, Regeln ohne Sinn. Das kommt so massiv daher, erläutern Sie mal, woher die Vehemenz kommt, die in dieser Antwort liegt. Ja, nun, die ersten Begriffe sind eigentlich ziemlich selbsterklärend. Das sollte eigentlich jeder Mensch so sehen, dass es einen stört, wenn man einen arroganten Menschen begegnet. Eigentlich wundert man sich immer, warum es die überhaupt gibt, weil eigentlich ja jeder in der Gegenseitigkeit so sein müsste, dass er das missbilligt. Aber irgendwie findet man dann doch wieder solche Leute immer wieder. Gut, und das mit den Regeln ohne Sinn ist eine Spezialität. Das ist halt, ja. Sie reden doch nicht über unsere Hochschule, oder? Nein. Gut. Keineswegs, nein. Aber es klingt ja schon so ein bisschen Leidensdruck durch, sag ich mal, aus den Antworten. Irgendwo so Erfahrungswerte, wo Sie sagen, da gibt es so Beispiele, wo Sie einfach sagen, das geht so nicht? Bezüglich was jetzt? So dieser Dinge, die Sie genannt haben. Ungerechtigkeit, Arroganz, ja. Unfreundlichkeit. Ja gut, ich habe ja gesagt, ich habe mal in Berlin gelebt und was mir da immer aufgestoßen ist, ist diese berühmte Berliner Schnodderigkeit. Das ist einfach nicht mein Ding. Manche finden das ja sehr pittoresk, wenn das so ist, aber ich habe das immer sehr unangenehm empfunden. Das ist also auch einer der Gründe, warum es mir nicht schwer gefallen ist, von Berlin wieder zurück hierher zu kommen, weil mir da eben doch sehr viele, nach meinem Geschmack, unfreundliche Menschen begegnet sind. Okay. Ja. Bei Ihnen, Herr Rusche, ist das viel pragmatischer, also auf einer ganz praktischen Ebene. Ich lese das mal vor, weil die anderen dann auch wissen, was ich mit pragmatisch meine. Also die Frage, was kann Sie richtig auf die Palme bringen? Leider viel zu viel, bereits erzwungene Beschäftigung mit Banalitäten reicht aus. Und jetzt kommt es in Klammern. Zum Beispiel, wenn der Kaffeevollautomat erst Wassertank füllen, dann Bohnenbehälter leer und anschließend Satzbehälter leeren anzeigt. Also erstens würde ich vermuten, Sie haben eine Saeco. Ja, richtig. Ja. Was macht Sie da so wahnsinnig? Ja, warum heißt das Ding Vollautomat? Aber das ist der Punkt, dass mich halt sehr viel schon ziemlich weit auf die Palme bringen kann. Und ich bemühe mich eigentlich darum, das mal in den Griff zu kriegen. Das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Und wenn das bei dem Kaffeeautomaten morgens schon so losgeht, wenn ich nur eine Tasse Kaffee haben möchte und ich muss so richtig arbeiten dafür, dann denke ich. Werden Sie gefährlich, wenn Sie unglücklich sind? So von körperlicher Gewalt ist bis jetzt noch nicht berichtet worden. Okay. Gut, lassen wir das mal so im Raum stehen, damit das jetzt nicht zu heikel wird. Wir haben dann gefragt, gibt es bei Ihnen Hobbys, Freizeitaktivitäten, die möglicherweise etwas aus dem Rahmen fallen? Jetzt sagt der Herr Kaiser, zweimal im Jahr zelten bei meist schlechtem Wetter. Jetzt sage ich mal, trotz Diskussionen um die mangelhafte Wehbesoldung und altersmäßig liegen wir nicht so auseinander. Zelten in so einem richtigen Zelt auf dem kalten Fußboden, auf dem harten Fußboden, das machen Sie freiwillig. Ja, na gut, man hat eine Isomatte. Also so aber es ist schon so, wenn man da morgens aufsteht, dass einem irgendwie das Kreuz wehtut, oder? Ja. Ja, warum machen Sie das freiwillig? Ich meine, es war ja nach ungewöhnlichen Hobbys gefragt. Gewöhnlich hätte ich noch ein paar andere auf Lager gehabt, aber das ist halt das Ungewöhnliche, was mir eingefallen ist. Es gibt einfach so eine Gruppe von Leuten, mit denen ich mich zweimal im Jahr treffe. Also wir eigentlich, meine Familie und ich. Und das gibt es schon seit, ich weiß nicht, ewigen Zeiten. Früher waren das Leute aus der DDR und Westdeutschland, die sich in Tschechien getroffen haben, weil wir da beide hinreisen konnten. Und man hat dann halt gezeltet. Das ging ursprünglich mal über Motorräder. Das waren eigentlich ein Motorradtreffen. Mittlerweile ist es eher ein Familientreffen. Die Kinder sind inzwischen auch schon erwachsen und kommen immer noch mit. Und es ist einfach immer schön. Und man trifft sich halt immer im Frühjahr und im Herbst. Und meistens im Frühjahr dann kurz bevor es schön wird und im Herbst dann kurz nachdem es schön war. Und deswegen in dem schlechten Wetter. Aber man könnte das ja ändern. Man könnte das ja in den Sommer legen, oder? Ja, das liegt natürlich daran, dass da so gewisse Brückentage sind, weil viele auch eine weite Anreise haben. Also von daher versucht man immer, so einen Brückentag zu finden. Und da gibt es halt immer diesen Termin. Und wir kommen dann nachher nochmal bei Herrn Rusche drauf. Aber wenn Sie jetzt auch andeuten, Motorrad, das ist dann aber abgeschafft worden, als die Kinder da waren, oder gibt es das noch im Keller? Ich habe noch zwei Motorräder, die stehen in der Garage. Das Auto steht auf der Straße und die Motorräder stehen in der Garage. Okay. Und warten darauf, dass ich mal die Zeit finde, sie wieder zu reparieren, was aber schon seit einigen Jahren der Fall ist. Und,
Gut, auf das Thema kommen wir nochmal zurück. Wir werden dann einen gewissen Teil der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich aus dem Raum schicken, weil es dann ins Fachsimpeln geht. Gut. Sie haben jetzt gesagt, nein, auf die Frage, gibt es bei Ihnen Hobbys, Freizeitaktivitäten, die möglicherweise etwas aus dem Rahmen fallen? Ist das jetzt ein Nein, weil es wirklich nichts gibt oder weil Sie sich nicht trauen, das in der Runde zu sagen? Also ich kann nichts Ungewöhnliches an meinen Hobbys feststellen, das ist das, was ich damit meinte. Also es ist völlig unspektakulär. Eigentlich alles das, was man draußen machen kann, mache ich gerne. Das kann sogar so weit führen, dass man gerne Rasen mäht. Allerdings ist das eher eine Ausnahme, muss ich zugeben. Okay. Ich glaube Ihnen das jetzt mal. Irgendwie hakt es da bei mir noch, das zu akzeptieren. Aber lassen wir das mal in dem öffentlichen Raum so stehen, dass Sie keine ungewöhnlichen Hobbys und Freizeitaktivitäten haben. Interessant ist auch, dass es bei Ihnen beiden dann bei der nächsten Frage nach, wohin Sie mit einer Zeitmaschine steuern, in welchem Zeitalter Sie Halt machen, doch einen relativ großen Unterschied gibt. Herr Kaiser hat geschrieben, 100 Jahre in der Zukunft und dann noch im Jahr 802.701. Jetzt ist natürlich die Frage, 100 Jahre in der Zukunft, das kann ich mir noch vorstellen, Neugierde, wie es dann da aussieht. Ja. Und jetzt ist mir vorhin bei Ihrem Vortrag eingefallen, 802.701 ist irgendeine Binärzahl, die... Haben Sie es mal gegoogelt? Nee, habe ich nicht gegoogelt. Sehr interessant gewesen. Ja? Ja, das stammt aus diesem berühmten Roman Die Zeitmaschine. Das ist der Zeitpunkt, wo der Zeitreisende Halt macht und dann mit den Eloy und den Morlocks und all diese Geschichten, das kennt bestimmt jeder. Ja. Das ist in diesem Jahr, daher habe ich das genommen. Okay, weil... Das würde Sie mal, also, aber jetzt mal so an dieser Frage in die Zukunft zu gehen, was wäre das, worauf Sie gucken würden? Also was wäre das, was Sie wirklich interessieren würde in 100 Jahren, gesellschaftliche Verhältnisse, Technik? Ja. Was ist das, was Sie da interessiert? Na gut, es gibt deswegen auch nicht so weit in die Zukunft, weil es gibt ja heute so Ideen, wie sich Dinge entwickeln können und erfahrungsgemäß, wenn man die Vergangenheit Revue passieren lässt, was man vor 50 Jahren glaubte, wie es heute sein würde, ist größtenteils nicht in Erfüllung getreten. Und von daher, wenn man jetzt einfach zu weit in die Zukunft schaut, dann wird man wahrscheinlich einfach nicht mehr verstehen, was los ist. Deswegen sollte man nicht zu weit gehen, denke ich, und überhaupt noch nachvollziehen kann, was da passiert. Würde mich zum Beispiel interessieren, ob der RoboCup wirklich mal gegen Menschen spielt und gewinnt. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht bekannt, aber es gibt so eine Vorhersage, dass man irgendwann mal mit programmierten Robotern so gut Fußball spielen kann wie Menschen und die schlagen kann. Das Ziel, was sie jetzt haben, ist in 50 Jahren. Glaube ich nicht und ich würde gerne mal in 100 Jahren gucken, ob sie es geschafft haben. Okay. Das wäre mal interessant zu wissen. Also dann doch ein bisschen so auf den Technikfokus, wie sich Technik entwickelt an der Stelle. Okay. Der Herr Ruscher hat mich jetzt ein bisschen verblüfft, insofern, dass wir ja nach einer Zeitmaschine gefragt haben und ich immer so dabei im Hinterkopf hatte, man reist in Zeiten, die einem irgendwie unbekannt sind. Jetzt sagen Sie, ich hoffe, dass ich das richtig gelesen habe, 20. Jahrhundert, Anfang der 90er. Das ist jetzt irgendwie nicht so lange her. Ja, nun doch schon. Also. Das ist halt alles relativ an der Stelle. Ich hatte befürchtet, dass Sie das jetzt so sagen. Erzählen Sie mal, was interessiert Sie an den 90ern? Das ist ja jetzt nun wirklich nicht 100 Jahre her, sondern das ist ja noch irgendwie... Ja, Sie haben gefragt, Sie persönlich. Ja, genau. Ja. Deswegen und dann habe ich mir gedacht, ja, in der Zeit war man selber Student, also... noch ein relativ verantwortungsfreies Leben, aber man hat relativ viel erlebt. Und das fand ich doch ziemlich interessant, muss ich sagen. Also Sie würden sich gerne selber mal beobachten in der Zeit? Ich würde das alles nochmal gerne machen. Vielleicht etwas anders an der einen oder anderen Stelle, aber ich würde das Studentenleben doch nochmal durchleben wollen. Aber das, was Sie im Nebensatz sagten, aber nicht alles so wie damals, oder? Nee, es sind einige Sachen nicht so rund gelaufen, das muss man sagen, aber... Ja, einige umso besser. Ja, aber die Küche in der Studenten-WG, die braucht man nicht mehr in dem Zustand, oder? Um Gottes Willen, nee. Gut, das beruhigt mich jetzt wieder. Wir haben dann in der nächsten Frage gefragt, Sie haben auch noch 7 Meilenstiefel an, wohin geht die Reise? Sie haben gesagt, Herr Kaiser, zum Mars, sofern das mit 7 Meilenstiefeln möglich ist, mit unseren geht das. Dann sagen Sie, ansonsten würde ich mir mein Reiseziel dann lieber spontan aussuchen wollen. Mars? Was wäre da so das Spannende? Ja, einfach mal weit weg. Das hat mich schon immer Weltraum, das hat mich schon immer gereizt und ich würde zum Beispiel heute auch gerne mal irgendwas machen, was irgendwann wirklich ins Weltall fliegt. Das fände ich sehr interessant und einfach daher mal weit weg sein. Wären Sie so ein Kandidat für diese Weltraumflüge irgendwie? Ja, physisch bestimmt nicht.
Interesse. Ja, so neugierdemäßig. Neugierde, das wäre schon was, was Sie reizen würde. Unbedingt, ja. Und Mars jetzt nur wegen der Entfernung oder wegen dieser ganzen Geschichten, die da drum sind? Weil ja, eigentlich schon auch. So, man weiß ja ein bisschen was über die Bilder, wie es da aussieht. Das ist ja irgendwie relativ öde, oder? Ja, das müssen wir dann mal sehen. Es gab mal in der Zeitung so eine schöne Karikatur. Da war gerade die Voyager-Sonde auf dem Mars gelandet und zeigte diese öden Bilder. Und dann sah man in der Karikatur eben einen Kulissenhorizont drumherum aufgebaut und drumherum, da hinten waren Marsstädte und alles Mögliche. Also wer weiß. Okay, also das würden Sie sich dann schon lieber selber ansehen. Genau. Gäbe es denn aus Ihrem Technikbereich irgendwas, wo Sie sagen, Sie hätten da auch ein Angebot, dass Sie bei der nächsten Marssonde irgendwas mitsteuern wollen? Noch irgendwo? Nicht. Also na gut, man könnte natürlich darüber nachdenken. Ich habe gerade im Labor ein paar Versuche laufen, aber die sind sehr, sehr rudimentär Richtung autonome Roboter, also die eben autonom rumfahren können und navigieren können und dergleichen. Das ist noch lange nicht weltraumtauglich, aber vielleicht könnte man ja mal hinkommen. Ja, man muss Visionen haben, das ist so. Okay, Herr Rusche hat auf die 7-Meilen-Stiefel etwas länger geantwortet. Ich lese das mal komplett vor, damit man sozusagen den Spannungsbogen da auch ganz mitkriegt. Die Antwort lautet, in Europa zunächst nach Spanien. Aber das kann ich mir auch mit dem eigenen Motorrad vorstellen. Anschließend oder ein Jahr später, wenn die Stiefel das hergeben, nach Indien und nach Thailand. Falls man in der folgenden vorlesungsfreien Zeit mit den Stiefeln auch noch über Wasser gehen könnte, würde ich mir gern Südamerika anschauen. In der darauf folgenden vorlesungsfreien Zeit müsste ich dann auch noch mal nach Neuseeland. Und was die USA angeht, gibt es auch noch weiße Flecken auf meiner Landkarte von dort. Und in Griechenland war ich auch schon lange nicht mehr. Und zwischendurch dann ohne die Stiefel wieder Alpenpässe mit dem Motorrad und natürlich einige Bergwanderungen. Und Hauptsache nicht fliegen müssen. Das erfordert jetzt ein paar Nachfragen. Also das mit Griechenland nehme ich zurück. Sie wissen, dass das jetzt ein historisches Dokument wird und wenn da jemand in 5 Jahren drauf guckt, muss man wahrscheinlich erklären oder nein, die sollen googeln, was im Jahr 2012 mit Griechenland los war. Das lassen wir jetzt mal so. Aber es ist ja eben halt so, dass ich das so interpretiere, dass Sie ganz vielfältig sich Dinge angucken würden. Sind Sie auch in der Jugend oder in Ihrem Vorleben viel unterwegs gewesen oder ist das so eine unausgelebte Leidenschaft? Nein, ich bin eigentlich schon relativ viel unterwegs gewesen, allerdings erst ja, so mit dem Studium. Da fing das so an, dass man sich so ein bisschen umgeguckt hatte. Zuletzt jetzt auch bei dem Unternehmen, bei dem ich beschäftigt war. Die hatten eine Exportquote von über 80%. Wenn man dann für Gasgeräte zuständig war, kann man auch relativ weit rum, ausländische Prüfstellen. In die Schweiz gefahren, das ist jetzt nicht so weit. Nicht unbedingt, es war auch Tokio, es war irgendwie Massachusetts oder ja, Europa war dann auch relativ stark vertreten bei den Reisen, die man da unternommen hat. Und ich habe es halt auch gerne gemacht, muss ich sagen. Man erlebt da doch allerhand. Also Ihr Fachbereich hat im Übrigen jetzt stick und mitgeschrieben, dass das eine Bewerbung um den Auslandsbeauftragten des Fachbereichs ist. Und Herr Sträuber und ich, wir waren jetzt dieses Jahr noch in den USA. Also wunderbar, wunderbar. Wir kommen dann nachher nochmal drauf, aber Motorrad, alte Leidenschaft seit Jugend an oder... So ziemlich, seit man es machen durfte, ja. Ja, da frage ich jetzt lieber auch nicht nach, ob dann nicht vorher auch schon was war. Und unter Motorradfahrern, was steht denn da zu Hause? Ja, ich bin seriös geworden. Ich habe mir eine BMW zugelegt. Okay, also ein Altherrenmotorrad. Genau das, also ja. Ich hab auch eine BMW, deswegen darf ich das sagen. Was ist es bei Ihnen, die zwei, die da stehen? Eine BMW Baujahr 1953. Also, hui. Dann ist noch erklärungsbedürftig der Schlusssatz, Hauptsache nicht fliegen müssen. Flugangst? Nee, aber ich bin ungefähr 1,90 Meter und es nervt kolossal, wenn man da so in so einer Blechdose mehrere Stunden verbringen muss. Also, mir tut nachher alles weh, ich muss mich auseinanderfalten. Also, ich mache es nicht gern. Nee. Okay. Gut, dann haben wir gefragt, wo hören Sie konzentriert zu? Bei einem Gedicht von Goethe oder bei Erläuterungen zum Ionentriebwerk? Jetzt sagt der Herr Kaiser, tatsächlich bei den Erläuterungen zum Ionentriebwerk, in Klammern, hätten Sie nicht ausgerechnet nach Goethe gefragt, wäre die Antwort womöglich anders ausgefallen. Das klingt nach Leidenszeit in der Schule, kann das sein? Ja, in der Tat habe ich es mit Goethe nicht so. Also wenn dann die Frage nach Shakespeare gewesen wäre, da hätte ich was mit anfangen können oder ein paar modernere Autoren, aber gerade Goethe. Naja, Shakespeare ist jetzt auch kein modernerer Autor. Eben, also von daher, es darf durchaus ein alter sein. Also Shakespeare fand ich immer sehr interessant. Ja, im Grunde bin ich von meinen Deutschlehrern immer getriezt worden und die Englischlehrer haben viel davon gut gemacht. Deswegen habe ich es mehr mit englischer Literatur offensichtlich. Okay.
Wobei ja Goethe irgendwie schon auch heute noch immer redensartmäßig zitiert wird. Ne? Das Pudels Kern stammt aus dem Faust und was weiß ich, alles solche Dinge. Mhm. Aber das ist wirklich Schulleidensgeschichte. Ja. Also ja, so kein sagen. Kompliment an die Deutschlehrer. Lass mal so stehen. Ihre ist mir fast zu korrekt für den Fachbereich. Als Maschinenbauer darf ich zugeben bei den Erläuterungen zum Ionentriebwerk. Ich frage mal nach Ihrem Bücherregal zu Hause. Gibt es da überhaupt Belletristik oder gibt es da nur Fachliteratur? Ja, die Belletristik gehört meist meiner Frau. Also es gibt schon das eine oder andere Belletristische, aber jetzt muss ich schon wieder überlegen, was es denn sein könnte. Okay, und auch nicht lange nicht mehr gelesen. Im Urlaub gelingt es mir mal, aber ich finde, es gibt so eine magische Schwelle bei mir, die liegt bei 200 Seiten. Wenn es drüber wird, dann ist es relativ schwierig, mir das zu vermitteln. Ja, muss die ich richtige Empathie höre ich jetzt auch nicht raus. Nee, also. Okay, ja, auch das lassen wir lieber so stehen. Wir fragen dann, bei welchem Film hätten Sie gerne und in welcher Rolle mitgespielt? Da zeigt sich ja immer viel über die Personen. Ihrer ist noch einer, glaube ich, den viele kennen. Im Film Castaway, also Verschollen, die Rolle des Chuck Noland, das ist nur zur Erinnerung für die, die es nicht so parat haben, die berühmte Rolle von Tom Hanks. Ne? Das ist ja ein interessanter Charakter. Das ist ja einer, der in seinem Alltag, in seinem Beruf aufgeht und sozusagen überhaupt kein Privatleben hat. Ich glaube, der verschiebt sogar einen dringend notwendigen Zahnarzttermin, weil irgendwie im Job was ansteht. Also der geht völlig in seinem Job auf. Und dann ist das Interessante an dem Film ja, dass er dann auf der Insel alleine irgendwie mit sich selber auch was anfangen lernt. Genau. Und das, ist das das, was Sie da reizen würden? Ja, genau das. Also haben Sie das Wort aus dem Mund genommen. Genau das, also dieser Wandel des Charakters, der sich da, am Ende ist er ja wieder zurück in der Zivilisation, ist aber völlig gewandelt und viel entspannter und ruhiger geworden durch diese ganzen Ereignisse. Und das finde ich halt interessant daran. Also, vor allem gerade das eben aus dem absolut hektischen Tagesgeschäft rausgerissen. Wahrscheinlich hätte er vorher geglaubt, er ist unentbehrlich und anscheinend geht es auch ohne ihn. Das hat er auch mitgelernt ein Stück weit. Das finde ich sehr interessant. Wie viel von dem Chuck Noland ist in Ihnen? Ach, weiß ich nicht. Ich weiß, schwierig, ist jetzt Familienwesen. Ja, genau. haben Sie so eine Komponente, dass Sie sich manchmal bremsen müssen, sagen müssen, also es gibt außer dem Job und dem Anspruch, den Sie da haben, auch was Wichtiges? Ja, das schon. Ja. Ja. Mhm. Was für uns ja gut ist. Also, ja. Muss man ja so sagen. Okay. Der Herr Ruschel hat als Film genannt Brennende Betten in der Rolle von Ian Dury, ne? Ja. Als pyromaner Schlagzeuger. Das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären, weil ich nicht sicher bin, ob Sie alle den Film kennen. Das muss ich mal gerade suchen. Ich hatte mir da was rausgesucht, was ich als eine sehr gelungene Zusammenfassung... Ja, Sie haben das andere schon gesehen, was da noch kommt. Also, ich lese mal ganz kurz die Inhaltsangabe vor, wie sie in Wikipedia, das ist ja ein schlechtes Beispiel für unsere Studierenden, aber manchmal ist es ja doch praktisch. Also, Brennende Betten ist eine deutsche Komödie aus dem Jahr 1988 von Pia Frankenberg, in der sie auch eine der Hauptrollen spielt. Eine weitere Hauptrolle übernahm der Rockmusiker Ian Dury, also der ist da, spielt sich da sozusagen zum Teil selber. Die Handlung lautet so, Gina arbeitet beim TÜV in Hamburg, in ihrer Beziehung zum Freund Karl kriselt es. Als er sie auffordert, seine Frau zu werden, trennt sie sich von ihm. Auf der Suche nach einer neuen Wohnung wendet sie beim ersten Besichtigungstermin eine Reihe Tricks an. Dabei lernt sie Harry, einen kleinen gehbehinderten Engländer aus der Warteschlange, kennen, den sie sogleich als ihren unfruchtbaren Ehemann ausgibt, um den Vermieter davon zu überzeugen, dass das vermeintliche Paar keine Kinder bekommen wird. So, das ist sozusagen der Plot und dann zündelt der auch immer mit seinen Zigaretten rum und das Happy End endet dann damit, dass sie dann irgendwann mal kurz davor ist, die Bude anzustecken und er nach Hause kommt und dann lieben sie sich und werden ein Paar. So, und jetzt wollen Sie diesen Kerl spielen, wollen Sie den Schlagzeuger spielen, wollen Sie den Zündler spielen, weil Sie so eine pyromanische Ahne haben, oder wollen Sie hinterher das Happy End haben? Erstmal finde ich diesen Ian Dury als Schauspieler und vor allem als Musiker sehr interessant. Ist leider schon tot, aber das ist eine wirklich interessante Figur. Und dann genau in dieser Rolle, das ist, ist auch so ein Film aus der Studentenzeit, den ich in der Studentenzeit gesehen hatte,
das spricht mir so aus dem Herzen, wie er sich so benimmt. Also er hat dann beispielsweise in dieser Wohnung dann auch einen Elektroherd. Dieser Elektroherd, der sagt ihm gar nicht zu. Er nimmt dann einfach 4 Dosen Bier, die er auf die Ecken stellt. Dann kommt ein Rost oben drauf, unten drunter Holzkohle. Und dann fängt er halt einfach an zu kochen. Und ja, es passt halt eben einfach so, dass er als Schlagzeuger dann auch noch zu Hause rausgeschmissen wurde, weil er eben auch da seine pyromane Art ausgelebt hat und dieses... Ja, alles das, was mit dem Feuer zu tun hat, das mache ich dann auch ganz gerne. Und insofern ist das einfach, ja, ist mir so irgendwann mal eingefallen, als ich den Fragebogen gelesen habe. Ich wusste nicht, was ich da schreiben sollte. Ben Hur. Und dann ist mir Injury halt eingefallen. Also, fand ich ziemlich klasse, finde ich bis heute klasse. Also da gibt es halt auch so eine heimliche, unausgelebte Ader, mal so die Sau rauszulassen, oder? Das ist ja das Schöne, wenn ich im Labor irgendwo arbeiten durfte, dann konnte ich ja zündeln. Also das war ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Also in der Berufswahl ist da auch so eine Komponente drin? Also mit Sicherheit. Als kleines Kind schon mal gerne die Streichhölzer verwendet und so? Ja, Streichhölzer, nee. Also nicht so einfach. Ist gerade da. Oder den Couchtisch unten angekokelt? Oder da habe ich da noch nicht so die Ader zu gehabt. Das kam, glaube ich, erst später. Okay. Gut, auch das beenden wir an der Stelle, bevor es dann zu sehr ins Detail geht. Okay, dann haben wir gefragt, mit welcher historischen Person hätten Sie gerne ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Jetzt hat der Herr Kaiser gesagt, mit Claude Shannon. Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich dann in der Tat googeln kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, eine zentrale Figur im Bereich der Informatik, wenn ich das richtig verstanden habe, der sich auch als erster mit Kryptographie ein bisschen auseinandergesetzt hat. Ja. Glaube, wenn Sie den Namen so erwähnen, könnte keiner was mit anfangen. Warum den? Also was reizt Sie an der Person? Gibt es genau da über die Persönlichkeit noch irgendwas Besonderes? Oder? Ja, auch das, ja. Also zunächst mal ist es, muss man sagen, bedauerlich, dass ihn kaum jemand kennt, weil er hat im Grunde in der Informationstechnik ungefähr die Bedeutung, die Einstein in der Physik hat. Jeder kennt Einstein, kein Mensch kennt Claude Shannon. Und noch nicht mal die Informatiker kennen ihn oftmals. Das ist sehr traurig eigentlich. Das ändern wir heute mit dem Videoclip. Ich weiß nicht, ob Sie mal gegoogelt haben nach dem Namen. Und dann müssten Sie eigentlich herausgefunden haben, dass obendrein ein sehr verschrobener Charakter war, der Claude Shannon. Der hat also neben seinen wirklich bahnbrechenden Entwicklungen, Entdeckungen und Veröffentlichungen, die er gemacht hat, also wirklich Single-Handed-Sache, also alleine mehr oder weniger die Informationstheorie erfunden. Das Bit zum Beispiel, der Begriff Bit ist eine Erfindung von ihm. Aber daneben hat er eben auch sehr viel Zeit in seinem Keller zugebracht und an irgendwelchen skurrilen Geräten rumgeschraubt. Er hat also allerhand sehr verrückte Maschinen gebaut. Da gibt es Jongliermaschinen, die er gebaut hat. Einen Gedankenleseapparat hat er mal gebaut. Und das Tollste finde ich, die Ultimate Machine, haben Sie es auch gesehen? Die Ultimate Machine, ja? Ja, das ist so ein, muss man sich vorstellen, ist so ein Kästchen mit einem Schalter dran. Der Schalter geht an oder aus. Wenn man den Schalter anschaltet, dann geht die Maschine an. Eine Hand kommt raus, schaltet den Schalter wieder aus und verschwindet. Das war's. Also so eine Art Lass-mich-in-Ruhe-Maschine. Und das finde ich halt eine tolle Idee. Und es ist einfach so ein Beispiel für jemanden, der einfach kreativ war und verrückte Sachen gemacht hat und das auch tun konnte, weil er natürlich eine gewisse Narrenfreiheit hat durch die Entdeckung, die er gemacht hat. Aber ich finde das ein Beispiel dafür, dass eben man kreative Leute am besten in Ruhe lassen sollte. Dann machen die tollsten Sachen. Sobald man jedenfalls anfängt, Vorschriften zu machen, macht man das alles kaputt. Und in dem Fall ein Beispiel, wo das gut ausgegangen ist, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja nach einem Vier-Augen-Gespräch gefragt, was wären denn so Fragen, die Sie ihm stellen würden? Also was wäre denn das Gesprächsthema? Sie haben eine halbe Stunde Zeit, sich mit dem zu unterhalten. Was wäre das Thema für Sie? Wahrscheinlich würde ich anfangen, Fach zu simpeln. Also keine Ahnung, so seine Geräte, die er so gebaut hat und warum und was die Motivation ist. Ich denke aber, es war ein sehr lustiger Mensch. Er hat ja auch Maschinen wirklich gebaut, nur damit die lustig sind. Hatten keinen anderen Zweck, komplett zweckfrei. Ne? Was soll diese alte mit Maschinen? Soll nur Spaß machen. Und das finde ich einfach, denke ich mal, das ist jemand, mit dem man auf einer Wellenlänge ist, mit dem man gut klönen kann. Ja? Okay. Ja. Ihre Antwort, Massimo Tamburini, und dann haben Sie gesagt, wenn Sie noch einen zweiten dazu holen dürfen, Fabio Taglioni. Jetzt muss man, das ist jetzt die Stelle an dieser Veranstaltung, wo ich die Befürchtung habe, dass vielleicht die Hälfte den Saal verlässt, weil es jetzt um Motorräder geht. Tamburini, für diejenigen, also man ist, die Motorradleute wissen an der Stelle alleine bei der Farbe schon, worum es geht, dass es um eine Ducati geht.
Und dann habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ach, das ist aus dem Ducati-Museum. Das ist ein Bild aus dem Ducati-Museum. Das ist nämlich das Reißbrett von dem Taglioni, was da im Hintergrund zu sehen ist. Also beide, nicht nur Ducati, also der erste hat sogar noch bei vielen anderen Marken mitgespielt, aber das Verbindende zwischen beiden ist Ducati. Jetzt war ich eben ein bisschen beruhigt, dass Sie dann ein solides Motorrad fahren und kein Italiener, der nicht so ganz verlässlich ist. Aber was fasziniert Sie denn jetzt an den Menschen? Das Kreative, weil die haben ja beide viele Preise gekriegt für ihre Designs. Und das ist jetzt wirklich schwierig, weil diejenigen, die dieses Motorrad gehen, nicht von Jugend auf mitgekriegt haben, schalten jetzt ab, sagen, die sind völlig plemplem da vorne. Ich sag mal, Motorradfahrer können da ein Stück was mit anfangen. Sagen, Ducati hat was, ne? So technisch nicht, so im Detail. Doch. Ja, aber es ist vor allem das Design, ne? Also das Erste, was Ducati ist, denke ich mal, Design. Also auch da die Frage, warum den oder die beiden? Ja, den Taglioni unter anderem auch aus dem Grund, weil der tatsächlich dafür zuständig ist, dass Ducati diesen V2-Zylinder hat. Und der ist tatsächlich wirklich einzigartig. BMW mit dem Boxer ist zwar auch ein schöner Zweizylinder, aber ja, irgendwie so seelenlos. Ich habe 12 Jahre... Also, das tut jetzt weh. Ja, ich habe 12 Jahre Ducati gefahren. Das habe ich vermutet. Und gerade wegen dieser italienischen Eigenarten habe ich mir dann irgendwann gedacht, jetzt reicht's. Und dann musste ich dann doch irgendwie mal sehen, dass man was Seriöses bekommt. Und ich muss zugeben, es ist ja auch irgendwie ein stressfreies Fahren. Aber es rappelt nichts, es wird irgendwie alles langweilig. Und was bei diesen italienischen Motorrädern das Schöne ist, ist diese Emotionalität, die dahinter steckt. Man hat eine offene Kupplung oder auch bei Guzzi dieses Rappeln und dieses Wackeln, das finde ich einfach nur klasse. Das Erste, wo ich Erfahrung in der Moto Guzzi sammeln konnte, das war auf einer Tour aus dem Sauerland rüber zur Lorelei. Da war eine V7 dabei und da ist dann die Schraube von der Öleinfüllung einfach irgendwann verloren gegangen. Und alle, die hinter ihm herfuhren, haben dementsprechend Öl abbekommen. Die ganze Tour war sowieso so, dass man eben sehr viel, er hat sehr viel unter dem Motorrad gelegen, hatte auch eine Plane mit, wo er dann direkt eben Hand anlegen konnte. Also so habe ich halt italienische Motorräder kennengelernt und ja, es hat seinen Reiz, aber erfordert auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Und die war bei mir halt irgendwann dann doch zu Ende. Also das ist schon jetzt zur Ehrenrettung sagen, ich bin mal mit einer V7 zum Nordkap und zurückgefahren. Die hatte keine einzige Panne, die hat hervorragend funktioniert. Oh. Das beeindruckt Motorradkenner jetzt wirklich, muss ich dazu sagen. Es ist schon schön, wenn man auf den Knopf drückt und das Ding läuft, oder? Das muss man zugeben. Meine hatte so zum Schluss diese Macken, dass es bei Regen nicht mehr fuhr. Ist ja eigentlich bei kurzen Strecken nicht so problematisch. Man kann das ja vorausschauend betreiben, aber wenn man das irgendwie über mehrere Tage dann hat, dann wird das manchmal sehr anstrengend. Und dann habe ich mir dann gesagt, nee, jetzt ist gut. Und die BMW läuft immer, definitiv. Sind Sie schon so weit bei Altherren-Motorrädern angelangt wie ich? Heizgriffe am Motorrad? Ich hoffe, dass Sie das nicht ansprechen würden. Nein, ich stehe dazu, ich habe die und ich genieße das. Aber, ja, es gibt bei den Motorradfreaks gibt es an dieser Stelle verachtende Blicke. Ja. Das ist so. Es gibt jetzt in Rüsselsheim direkt neben dem Parkplatz, wo ich sonst immer mit der BMW parke, noch einen mit einer Triumph Tiger. Die hat, soweit ich das weiß, keine Heizgriffe. Der ist jetzt in diesen ganz kalten Tagen tatsächlich auch noch mit dem Motorrad gekommen. Da habe ich es dann allerdings zu Hause stehen lassen. Nur eben gegenüber der Ducati ist es schon so, dass man mit der BMW die Saison doch ein paar Tage verlängern konnte. Also das ist ja, Fakt. Oder mal einen Alpenpass fahren und warme Hände haben, hat was für ja. Motorradfahrer. Okay, aber wir beenden jetzt die Motorraddebatte auch, damit die anderen wieder einsteigen können in die Veranstaltung. Aber das ist so, das ist meine Erklärung an der Stelle, das hat man irgendwie in der Jugend, das Gehen, oder man hat es nicht und dazwischen gibt es nichts. Kann man auch nicht vermitteln. Also, das sind so Paralleluniversen, die muss man so akzeptieren. Gut, wir kommen zum Ende. Die letzten beiden Fragen lauten ja, dass wir Sie bitten, Sätze zu ergänzen. Und der erste Satz lautet, Fortschritt bedeutet für mich. Haben Sie gesagt, eine positive Änderung, also zum Beispiel, wenn ich mein Mobiltelefon nur noch einmal pro Woche anstatt jeden Tag aufladen muss, oder wenn ein neues Betriebssystem weniger Bugs hat als sein Vorgänger. Das ist aber weit in der Zukunft, oder? Sagen wir so, das sind Dinge,
Also Beispiele, wo ich sagen würde, dass wir jetzt eher Rückschritte erlebt haben in letzter Zeit. Und witzigerweise schafft die Industrie uns das aber trotzdem als Fortschritte zu verkaufen. Ne? Die Leute empfinden das iPhone als Fortschritt. Ich empfinde es als Rückschritt, wenn ich das Ding jeden Tag aufladen muss. Ne? Und das Gleiche gilt für die Betriebssysteme. Die werden ja nicht besser, die werden immer schlimmer. Und so gesehen ist das eben, ja, es wäre ein Fortschritt, aber den haben wir nicht. Ne? Ist denn, ohne Ihnen da als Techniker zu nahe treten zu wollen, ist denn Fortschritt in dem Sinne für Sie immer positiv? Er müsste es sein, ja. Natürlich. Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen, brauchen wir nicht? Ja, ist zum Beispiel iPhones brauchen wir nicht. Ja. Okay. Sie haben jetzt gesagt, Fortschritt bedeutet für mich die Schaffung von Voraussetzungen, damit möglichst viele Menschen lange zufrieden leben können. Das ist sowas von politisch korrekt. Erklären Sie mal, warum das so allgemein für Sie definiert ist. Also es heißt ja im Umkehrschluss, dass Sie da eher auch Probleme sehen. Oder was lese ich da raus? Ja, ich muss zugeben, an der Stelle fehlt mir einfach ein bisschen Fantasie. Es ist schon so, wie Herr Kaiser das sagt, der Fortschritt als solcher macht sich immer nur in Details bemerkbar, in einzelnen Entwicklungen. Es gibt mit Sicherheit bei jedem technischen, vielleicht auch bei jedem sozialen Gebiet immer wieder neue Entwicklungen, die als Fortschritt verkauft werden, die es aber eben einfach nicht sind. Beispielsweise eben dieser Akku vom iPhone. Da muss man tatsächlich sich im Detail mit auseinandersetzen. Ich habe dann einfach mehr so das Übergeordnete nochmal vor Augen geführt und dann einfach nochmal aufgeschrieben. Aber auch in Verbindung mit der Frage von vorhin, wo Sie sagten, Sie würden sich das gerne in den 90er Jahren nochmal angucken, glauben Sie denn generell, dass wir von der Tendenz her eher eine Zunahme von Fortschritt haben oder eher nicht? Also sind Sie so zukunftsoptimistisch, fortschrittoptimistisch? Es hängt immer von viel zu vielen Leuten ab, welche Entwicklungen vorangetrieben werden, sodass man das einheitlich sagen könnte. Also ich denke mal, immer in bestimmten Bereichen gibt es sowas wie Fortschritte, in anderen einfach nicht. Also ich kann mich da nicht festlegen. Schade, ich dachte, ich könnte Sie jetzt so ein bisschen nageln an der Stelle, aber lassen wir es mal so. Die letzte Frage oder der letzte Satz, den Sie dann vervollständigen sollten, lautete, die heutigen Studierenden sind Pünktchen, Pünktchen. Herr Kaiser sagt, auch nicht viel anders als früher. Meinen Sie das ernst? Ja, ich habe das lange überlegt. Sind Sie genauso drauf wie Sie selber als Student? In beiden Teilen ja, tatsächlich. Also ich habe da lange darüber nachgedacht und dann habe ich eine relativ kurze Antwort geschrieben, weil mir alle langen Erklärungen irgendwie auf den Nerven gegangen sind hinterher. Also eigentlich sind sie wirklich so wie früher. Das ist nicht wirklich der große Unterschied. Also ich meine, diese Äußerungen, die man jetzt dazu machen könnte, die sind so alt. Es gibt ja diese berühmte Aussage von, ich glaube, Aristoteles ist es, der über die Jugend von heute, also von damals meckert, und das könnte man genau in diese Zeiten, in die heutige Zeit nehmen, könnte man genauso rezitieren. Das würde jeder sofort sagen, ja, stimmt. Und das zeigt eigentlich, dass es eben nicht stimmt. Ja. Also. Das heißt, die Klagen, die man so ab und zu hört über weniger Engagement und weniger Interesse, die würden Sie so in diesem Bereich dieser Historienbildung packen? Ja, also so pauschal auf jeden Fall stimmt es nicht. Ja. Mhm. Das ergänzt sich ja so ein bisschen mit dem, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Typen, wie vermutlich immer schon, also ein bisschen relativiert, vielleicht etwas unpolitischer als vor 20 Jahren. Also da haben Sie schon eine Einschränkung gemacht, also dass Sie gesagt haben, das nehmen Sie anders wahr als damals. Ja, das resultiert jetzt einfach daraus, dass ich jetzt wieder frisch zurück zur Uni, also zur Hochschule gekommen bin und meine Erwartungshaltung bezüglich der Studenten war irgendwo auch die ich mit dem Abschluss des Studiums in Bochum noch mitgenommen hatte. Und seinerzeit war das tatsächlich so, dass beispielsweise in der Mensa alles voll lag mit Flugblättern, überall wurde wild plakatiert. Es gab einen regen Aster, der einen zu allen möglichen Sachen überreden wollte. Das gibt es scheinbar jetzt nicht mehr. Oder in einer anderen Form, die ich noch nicht gefunden habe. Das ist mir so aufgefallen. Mhm. Aber Und diese Aussage, eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Typen, kann man sagen, nach Ihrer Wahrnehmung spreizt sich sozusagen das Spektrum der Typen noch weiter als früher oder war das auch schon immer so? Das würde ich sagen, war auch schon immer so. Also ich erlebe das jetzt so, dass man eben in der Vorlesung wirklich ein ganz schrilles Spektrum sitzen hat. Ich finde es völlig spannend, aber ich denke mir, wenn ich vor 20 Jahren Professor geworden wäre, wäre es nicht anders gewesen. Auch da gab es solche und solche Gestalten. Also. Okay, finde ich ja gut, dass die Studierenden hier immer so gut wegkommen.
würde ich mir manchmal wünschen, dass man auch da nicht provokativer, aber kritischer mit umgeht, weil so, also meine Wahrnehmung ist dann schon, dass ich denke, die Spreizung ist größer als früher. Also und auch gewisses Angepasstsein würde ich schon auch so ein Stück weit sehen. Aber das muss man dann im Einzelfall diskutieren. Also wenn ich von Studierenden gefragt werde, Herr Reimann, sollen wir jetzt streiken? Dann ist das. Das ist das, was ich meine. Ja. Dann ist das schon eine Sache, wo man, denke ich, so vor 20 Jahren gesagt hätte, nee, die Frage hätte man wahrscheinlich nicht gestellt. Nee, genau. An der Stelle. Aber gut, wollen wir jetzt keine Schelte machen? Ich denke, wo ich Ihnen beiden vollkommen recht gebe, ist dieses Klagen über mangelndes Engagement oder Einsatz, das würde ich auch so nicht unterschreiben. Es hat sich verlagert in bestimmten Teilen. Prima, wir sind durch. Auch wie immer schneller als man denkt, ist das vorbei. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei Ihnen beiden, dass Sie das mitgemacht haben, dass Sie für die Fragen und Antworten zur Verfügung gestanden haben. Ich denke, es war nochmal ein ganz interessanter Einblick. Unsere Idee ist ja immer auch, neben dem Fachlichen die Menschen zu präsentieren. Ich denke, da kommt ein bisschen was dabei rüber. Vielen, vielen Dank und um im Motto der Veranstaltung zu bleiben, auch Sie beide haben uns gerade noch gefehlt. Vielen Dank. Danke.